mein Gott, das Portal mit der Nummer 4. Hoffentlich ist es nicht nackter Wechsen. Nein, ich hoffe, er wird schon angezogen sein, aber er ist nun mal jetzt als nächstes dran. Es sind ja noch mehr 4 Portale übrig und der Typi mit der Nummer 4 war nun mal er. Unser aller Lieblingswichser Wechsen irgendwie. Ich konnte den in Region of Memories konnte ich seinen Kampf absolut nicht ausstehen. Der war mega schwer für mich. Aber hier kann er mitunter auch ein bisschen nervig sein. Ich sag nur Antisura, aber auch er ist sehr anfällig gegen Feuiger und ich glaube, da werde ich sofort zu Beginn des Kampfes in die Überform wechseln und ihm halt so richtig schön aufs Maul hauen. Er hat es ja auch nicht anders verdient. Also, möchtest du dich mit einer gestärkten Datenrekonstruktionswechsens messen? Oh ja, auf in den Kampf, los geht's! Tja, um ehrlich zu sein, er ist immer noch ein Wichser, aber nicht mehr so sehr wie früher. Ist auch ein kleiner Insider mit nackter Wechsel, vielleicht habt ihr mal die Abenteuer von Akoroku gesehen auf YouTube, das ist so ein kleiner Comic, der auch auf Deutsch synchronisiert sich super lustig anhört.
Da sind, glaube ich, irgendwie fast alle Organisationsmitglieder schwul und jeder ist mit irgendwem zusammen und es ist ganz witzig. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, an sich, wirklich nervig war eben, habt ihr ja gesehen, dieser Antisura. Und je länger der echte Sura in diesem komischen Kreis drin steht, desto mehr füllt sich die Leiste offen. Habt ihr gesehen, dann hat auch Antisura dementsprechend, glaube ich, bis zu 5 HP-Leisten oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie viele genau er hatte, aber ja, Folger hat dann doch ganz gut geholfen. Nun gut, Wechsen hat es jetzt auch erwischt, erneut in der Datenrekonstruktion und jetzt kommt jemand, der mir jedenfalls während der Hauptstory die Hölle heiß gemacht hat, obwohl er als Element den Wind befehligt, nämlich Xaldin mit seinen wirbelnden Lanzen. Deswegen heißt er ja auch der wirbelnde Lanzenträger. Und er kann auch ein ganz schöner Arsch sein. Tja, Äther oder nicht Äther. Vielleicht doch lieber ein paar Elixiere wieder. Ich muss immer hier wieder umstellen. Von Äther auf der Kurzwelt wieder auf die Elixiere. Aber ich hoffe mal, dass ich die vielleicht eventuell gar nicht brauche. Hier werde ich mir auf jeden Fall wieder Stitch rufen. Der ist in dem Kampf wirklich super nützlich. Weil er kann einige von Xaldins Luftgeschossen einfach abblocken. Und dadurch ist der Kampf dann nicht mehr ganz so schwer. Und hier werde ich wirklich hauptsächlich auf das Situationskommando Sprung setzen. Was ich ja erstmal aufladen muss. Und ich glaube, das kann man maximal bis zu 9-mal aufladen. Und wenn ich damit Xaldin dann immer schön eine verpasse, wird er vielleicht auch relativ schnell draufgehen. Das hoffe ich doch zumindest. Also, möchtest du dich mit einer gestärkten Datenrekonstruktion Xaldins messen? Yeah, Baby, auf in den Kampf! Where's the fun in this? Come on! Heal! Give me strength! Yeah.
Holy shit! Xanen ist immer noch genauso schlimm wie beim ersten Mal, finde ich. Also, der hat schon einen ziemlich nervigen Kampfstil. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kam nicht immer dazu, das Sprungkommando aufzuladen. Es ging leider nicht immer. Voll dumm. Aber Switch hat mir schon gut geholfen, muss ich schon zugeben. Hat mir schon sehr geholfen. Jetzt habe ich wieder einen Schutzengel bekommen. Den werde ich auch gleich mal benutzen. Ich habe sogar noch zwei. Ich glaube, ich habe noch von... Habe ich vorher nicht auch von... Nee, oder? Von wem habe ich denn jetzt noch? Ach, ich kann mich schon gar nicht mehr aus. Ja, aber ich glaube, ich noch... Ich habe da noch einen Schutzengel übrig von dem anderen. Okay, so. Natürlich alles für Sora. So, der ist Abwehrkraft 75. Alles klar. Und jetzt bleibt neben Xemnas nur noch einer. Und zwar die Nummer 2. Sigbar. Der kann mitunter sogar der schwerste sein, weil er wirklich total random ist, wo der immer auftaucht und schießt und der braucht in seinem Rekonstruktionskampf, glaube ich, nicht mal mehr nachladen. Das macht er noch schwieriger, ihn zu treffen, und ob das Stitch wirklich viel helfen wird, weiß ich gar nicht.
Schauen wir einfach mal. 4 Elixiere habe ich auch noch übrig. Ein paar habe ich jetzt leider bei Xalin doch gebraucht, aber was soll's, oder? Habe ich nicht noch welche in der Truhe? Ich habe doch billig mal noch welche in der Truhe drin, oder nicht mehr? Oder nur noch mehr die 4? Ah ne, nur noch mehr die 4. Scheiße, na egal. Gut, Daumen drücken, dass Sigma jetzt auch nicht so schlimm ist und dann kommt im nächsten, im 99. Part Xemnas dran. Der hat ja, wie gesagt, die erste und die finale Form beide in einem Kampf vereint. Also zuerst den beim Wolkenkratzer, den Kampf, und dann nochmal den finalen Kampf mit Rico zusammen, der wenigstens auch wieder bei mir sein wird. Weil sonst kannst du das ja auch gar nicht machen. Aber jetzt erstmal hier, möchtest du dich mit einer gestärkten Datenrekonstruktion Sigmas messen? Yo, auf in den Kampf! Und wehe, der ist nervig! You really shouldn't have betrayed us. So what do you think? It's over. This is it. Back off! This is it! So. Boah. Also, Sigma ist schon auch ziemlich nervig, weil sein ständiges Rumteleportieren übelst nervt. Und du weißt wirklich nie, wo der als nächstes auftaucht. Also, der ist schon auch eine Nummer für sich.
Oh, vor allem, wenn er da seinen Limit-Move macht, wo er da so richtig viele Schüsse nacheinander abfeuert. Also das geht sich ja mit Reflektor gar nicht aus, das alles zu blocken. Das ist ja voll übel. Aber Leute, alle Portale bis auf eins sind rosa gefärbt. Und hier verbirgt sich Xenas dahinter. Der kommt in Part 99 dran und in Part 100, ihr wisst es ja alle, kommt der Verwey. Oh, ja, ja, ich will den Namen noch nicht sagen, aber da kommt der Super Secret Boss. Also der so richtig übel ist, so. Schutzengel auf 3 bin ich jetzt schon wieder komplett blöd. So. Alles drin. Alles drin, alles dran, alles drum. Okay. Also Leute, im nächsten Part noch der Kampf gegen Xemnas. Wie gesagt, das sind beide Kämpfe. Der beim Wolkenkratzer und noch der finale Kampf mit Rico zusammen. Die erste Phase ist eigentlich nicht so schwer, aber die zweite schon. Und wenn man in der zweiten verkacken sollte, muss man die erste auch nochmal machen. Und das ist ganz schön scheiße. Weil wenn Xemnas, und das wird er irgendwann machen, automatisch, es sich Sora schnappt, in dieses Kraftfeld einsperrt und man dann Rico steuert und man ihn befreien muss, muss man wirklich sehr, sehr schnell sein, weil wenn Sora dann keine Lebenspunkte mehr haben sollte, haben wir den Kampf automatisch verloren. Also die zweite finale Phase eben beim Daten-Xemnas-Kampf ist auch nochmal richtig übel. Die erste Phase, die ist eigentlich, die geht. Die ist gar nicht so schlimm, aber die zweite, die hat es echt in sich. Bin nur froh, dass die ganzen Zwischenphasen nicht auch nochmal kommen, das würde viel zu lange dauern. Und wie gesagt, Daten Xemnas ist der einzige Kampf, der euch Kraftbolzen beschert. Als einziger. Von allen anderen kriegt man entweder Abilitamin, Schutzengel, Magistern oder eben die flüchtige Vision. Nur von ihm kriegt man Kraftbolzen. Naja, bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Part 99. Ich habe das echt wieder so geil hingekriegt, dass ich im 100. Part dann das Let's Play beenden kann. Wenn mir dieser Super Secret Boss nicht die Hölle heiß macht. Und ich habe das Gefühl, das wird er. Aber dazu später mehr. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Kingdom Hearts 2 Final Mix im Hof der Zusammenkunft ein letztes Mal. Und vor allem, wenn ich Xemnas dann auch nochmal besiegt habe, wird hier ungefähr in der Mitte noch die allerletzte Schatztruhe auftauchen. Da ist dann nochmal so ein Abzeichen drin als Beweis dafür, dass ich hier alle besiegt habe. Und dann bekommt Sora auch ein kleines bronzenes Krönchen auf seinen Kopf, was ich glaube ich gar nicht mehr ablegen kann. Das ist nur so ein Zeichen, dass ich hier alle besiegt habe. Die wird dann noch Silber werden, wenn ich alle Pilz-13-Mitglieder zufriedengestellt habe. Und Gold, wenn ich den Secret Boss besiegt habe, der da in Schloss Disney auf mich wartet. Und das Schöne ist, auf Veteran reicht es, die Story in allen Welten abzuschließen, das Spiel durchzuspielen und die Goldkrone erspielt zu haben, um das Secret Ending freizuschalten. Ich muss nicht wie jetzt zum Beispiel auf Profi noch Jiminis Tagebuch vervollständigen. Das ist auf Veteran zum Glück nicht erforderlich und deswegen ist mir das auch scheißegal. In dem Fall. Also, bis dann. Tschüss.